So, es geht weiter unter der Erde, unserem neuen Lieblingsort, glaube ich zumindest. Wir kommen dem Leuchtturm langsam näher, aber irgendwie ist er immer noch sehr weit weg. Beim letzten Mal haben wir hier diesen neuen Ort kennengelernt, den Schiffsfriedhof, und ja, jetzt weiß ich nicht so richtig. Das ist immer noch unlösbar und das und... Ah, was Neues. Objektfragmente finden. Wo soll denn das alles sein? Ich sehe hier gerade nichts davon, wenn ich ehrlich bin. Außer das da. Wie? Nein? Ja, was hast du damit vor? Ach, die rohe Gewalt mal wieder. Ja, Madame hat seit Teil 1 eine ziemliche Veränderung durchgemacht. Wir haben den Pfad der Tugend verlassen, wie es scheint. Und wenden uns immer mehr der dunklen Seite zu. Oh, der Eiffelturm. Nett. Was macht denn der jetzt hier? Ach, ich dachte, wir hätten jetzt das Schloss noch dafür knacken müssen. Aber nein, aber nein. Was da? Das da? Und das? Und das? Ja, und das. Was ist denn das jetzt? Ein improvisiertes Seil? Was Besseres fällt dir daraus nicht ein? Oh. Herrschaftszeiten. Aber egal, wir können auf die Brücke. Oh, schon wieder so ein Rachegeist. Murray, you've sentenced us to death at the hands of your Praetorians. Jetzt hat er einfach die Tür zugemacht. Was für eine Frechheit. Und noch so einer. So, die Messing-Seefettchen können uns ja jetzt nichts mehr anhaben. Die haben wir alle schon weggefischt. Bleiben nur noch die Kraken und die Papageien. Ja, was denn jetzt? Hier oder hier? Müsste ich mal entscheiden, in welcher Szenerie ich hier spielen soll. Boah! Nett, was hier alles noch für Aufgaben warten. Ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht vorwärts in diesem Spiel. Das andere Spiel war wesentlich schneller. Was ist denn das? Dieses Kabel ist mir irgendwie sehr unheimlich, wenn ich das nur so anmerken darf. Es lebt. Komm, Dolch. Harpune. Ach, von hier aus kontaktieren wir das Schiff. So, so. Okay. So, was ist jetzt hier? Panzerglas. Komm, hier. Wir brauchen eine Glasschneider, ne? Nehme ich mal an. Gut. Dann machen wir erstmal das Naheliegendste. Und machen das Rätsel mit den lebenden Kabeln. Ach so. Okay. Nö, das war jetzt aber irgendwie auch nicht richtig. Ja, was für ein schönes Luftschlangenkabel. Das ist ja geil gemacht. Aber hilft mir gerade irgendwie nichts. Ach, das sind verschiedene Varianten. Jetzt hab ich's.
Ja, das ist ja schon mal nicht so schlecht, nur... Was ist das denn dann jetzt hier? Wie soll ich das machen, wenn das zwei verschiedene Dinge in einem sind? Oder... Ach so. Ach so, man muss daraus dann quasi ein richtiges Bild zusammensetzen. Sehe ich das richtig? Ach, jetzt verpiss dich mal. Raus damit. Ja, ja. Jetzt brauche ich nur noch diese Scheren. Ah, jetzt. Okay. Es hat nur eine halbe Stunde gebraucht. Das ist gar nichts. Das ist alles im richtigen Bereich. So, das stimmt. Jetzt muss das nur noch... Ja. So, jetzt brauchen wir... Jetzt kümmern wir uns erstmal um das Blaue. Da brauchen wir... Ja, ich weiß, ich habe es nicht in der Zeit geschafft. Ich kann das auch sehen. Sehr schön. So, jetzt fehlt nur noch dort die Schere. Ja. Mayday! This is the captain of the Albatross. Mayday! The tides carried us near some forsaken island on the Caribbean Sea. You. Do you hear me? We've established a connection. At last. Call the Coast Guard. We need help. Our hull is badly damaged, and it looks like something has broken our propeller. Some passengers claim to see something unusually large beneath the surface. Everyone is scared. Without the propeller, we're stuck here and we don't know what's going on. We have wounded on board. Signal for help. Mayday. Oh my. The Kraken has already stopped the ship. It won't be long before Murray will try to attack and rob the ship. I have to hurry. Laut und deutlich. Was ist das denn jetzt für eine Auszeichnung? Aufgabe abgeschlossen. Warne das Schiff vor dem Kraken. Ich hätte doch bestimmt eine neue Aufgabe. Klar, finde einen Weg, den Kraken aufzuhalten. Ja, wenn es sonst nichts ist. Ich meine, das kleine niedliche Tierchen da. Das mache ich doch mit links, du. Du hast das Funkgerät repariert. So, davon haben wir auch schon 10 von 19. Ja, ja, gar nicht mehr so schlecht. So, und daraus werden wir uns jetzt hier da das Ding einritzen. Genau. Nichts leichter als das. Junge, es wird auch im dritten Anlauf nicht unheimlicher. You. You're not Murray. I'm sorry if I scared you. I've gone blind with rage over the decades that I've roamed this cemetery. Murray. Ordered the Kraken to damage my ship and then to pull it into this bay where the passengers and my crew were killed. Their persons and the ship were robbed of all valuables and the wreck was left here to rot as many others before. If you free the siren, you'll bring peace to me and so many other ghosts bound to this place. You're leads through Murray's captain cabin beneath. Help us, please. Release the siren and break the pact. Also Junge, ich kann nicht allen helfen, ja? Und ich denke jetzt erstmal an die Sirene und an meinen Fischfreund Mr. X. Neue Aufgabe, finde den Code für die Kofferluke, ich brech zusammen. Ich kann nicht auf jeden Idioten hier Rücksicht nehmen. Und da brauche ich auch noch einen Hammer für.
Ich hab gar nichts. Ich hab wirklich gar nichts, habe ich das Gefühl. Ich bin für kein einziges Rätsel gewappnet, habe ich das Gefühl. Das ist irgendwie ein bisschen frustrierend. Wenn ich das mal so anmerken darf. Vor allem, wo muss ich denn? Was muss ich denn jetzt tun? Das kannst du ja knicken. Habe ich hier noch etwas übersehen? Gut. Also das Rätsels Lösung ist hier. Komm, Harpune. Nein, das funktioniert nicht. Was soll denn hier sein? Ah ja. Das ist hier ein Seil aus Laken. Aufgabe abgeschlossen, finde einen Weg durch den Schiffsfriedhof. Und was haben wir denn da? Ein geheimes Tagebuch. Wir lesen. Lieber in der Hölle regieren. Es ist Jahrhunderte her, dass ich Kapitän dieser Galeone war. Lange bevor ich Bürgermeister Murray wurde. Seit ich mein Lieblingsschiff stranden ließ, um Kingsmouth zu gründen, komme ich ab und an gerne in meine alte Kajüte zurück. Ich vermisse die guten alten Tage als Pirat fast so sehr wie meine Galeone. Ein Pirat sollte bei dem bleiben, was er gut kann. Es wundert mich nicht, dass diese ganze Sache mit Kingsmouth nichts wurde. Insgeheim habe ich sogar mitgeholfen, das Dorf in den Ruin und Armut zu treiben. Im richtigen Moment habe ich mich dann zum Bürgermeister des Dorfes ernannt. Dann rief ich den legendären Davy Jones herbei und schloss einen Pakt mit ihm. Es war nicht einfach. Dieser alte Teufel des Meeres ist gerissen, aber ich bekam, was ich wollte. Ich zwang die Sirene, den goldenen Kraken zu erschaffen. Damit wurde ich zu einer neuen Art von Pirat, der den Komfort des Landlebens genießt und trotzdem noch die Wellen beherrscht. Keine Verdammung und kein Fluch können mich diese Entscheidung bereuen lassen. Das gewöhnliche Landrattenleben war so langweilig, dass ich alles für ein wenig Aufregung getan hätte. Ich wollte zu den guten alten Tagen als Pirat zurückkehren. Ah ja, der Knauf für die Schublade, sehr schön, haben wir den auch. Und wieder dieses wunderschöne, befremdliche Leuchten. Neue Aufgabe, repariere das Buntglasfenster. Ich kotze. Ach, Gott sei Dank. Und was ist das? Meine Macht hat ihre Grenzen. Ich kann den Kraken nicht über die umliegenden Gewässer hinaus kontrollieren. An Kingsmouth kommen nur selten Schiffe vorbei, also müssen wir alle angreifen, Murray. So, jetzt... gehen wir nochmal ein bisschen back und öffnen das hier. Ach, Schließfachkorb für jeden. Genau, für Mr. Robertson brauchten wir das. Perfekt. Verwende die Zahlen so, dass 4 Gleichungen entstehen, deren Summe mit dem Passwort für die Luke übereinstimmen. Also so. Ah ja, okay. Was gibt denn bitte die 21, wenn ich mal fragen darf? Oh! Ach, ich hab die Zeichen hier gar nicht gesehen. Menschenskinder. Aber Moment. Ja, aber 7 mal 3 gibt ja 21, aber was gibt denn nochmal das 21? Nix, oder? 9 geteilt? Ich bräuchte jetzt 2 mal eine 3. Ja, schön, und jetzt?
Achso. Na klar, 6 durch 2 gibt auch 3. Oh Mensch. Ach ja, genau, super. Was für eine tolle Belohnung. Da denkst du, du kriegst, was du hast. Nein, du hast, was du kriegst. Oder du willst, was du kriegst. Du kriegst, was du willst. So rum, jetzt habe ich es auch. Aber nein. Sicher nicht. Warum auch? Jetzt mach doch auf. So, den Trick mit der Fliege kenne ich mittlerweile auch in- und auswendig. Und nach wie vor habe ich nicht das Gefühl, dass ich hier großartig weiterkomme. Es gibt noch so viel zu tun. Briefbeschwerer. Teebeutel. Okay. Frau Superheld, dann erklär mir doch mal, womit du diese Brille reparieren möchtest. Dafür müsste ich nämlich erstmal mich hier mit irgendwas interagieren können. Dann machen wir erstmal so lange den Rest. So, und wo ist das Medaillon? Na toll. Das ist doch kein Medaillon. So, und damit haben wir Druckerschwärze. Und wir kehren jetzt hierhin zurück. Weil... Genau, wir haben jetzt das hier, um damit das Rätsel zu machen. Wir können damit die Druckerpresse reparieren. Und wir können damit auch dieses Matrizenrätsel machen. Aber all das erst in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder weit über der Zeit. Bis zum nächsten Mal.